Echt jetzt? Was bist denn du für eine feige Sau? Kommt da weg. Guck mal, der hier kommt wenigstens. Komm noch ein Stückchen näher. Komm schon. Bitch. Next one, please. Bitch. Next one, please. Wobei ich jetzt mal meine Hammer hier meine Hammerkeule raushol. Muss mit der ein bisschen warm werden. Nice. Front Step. Nee, Front Step. Den hast du quasi die Ausdauer runtergekloppt, die Blöde. Ja schon, aber stell dir mal vor, du kriegst so ein Teil mal eben in die Magengrube. Ja, das war's dann erstmal mit dem Luft holen. Ist schon schlimm genug, wenn du so einen Fußball oder so voll in den Magen kriegst. Ja, das ist mir schon mal passiert. Da bleibt dir, das drückt dir sowas von die Lunge zusammen in dem Moment auch. Das stimmt, hier gibt's ja nichts. Willkommen im Dark Souls Park. Oh Gott. Also so langsam wie die Tür aufgegangen ist, werden die schon mit der Karre zweimal dagegen zerschellt. Boah, ja geil, das ist ein ziemlich kurzer Jurassic Park. Willkommen Jurassic Park, die Tür geht dich auf! Gegen gecrashed. Let's do this, motherfucker. Im Grundsatz sollten wir Minecraft nachbauen. Welcome, unkindled one, Perloiner of Cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Das Schwert hab ich! Go! Direkt aufs Maul gekriegt. Ja, da kloppt mir mal eben. Aua, die Ausdauer runter. Heil dich. Och, ey, come on! Okay, ich verzichte auf die Keule. Ich bleib doch lieber beim Schwert. Bist du down? Weil bis ich da zuschlag, da hat der Typ schon 3 oder 4 Mal zugeschlagen und mich vernichtet. Ich würde jetzt auch sagen, wir gehen hoch, gehen über die Brücke, machen da alles kalt und aktiv. Und sobald wir dann bei dem anderen Shortcut quasi sind, gehe ich aus deiner Welt raus. Da kannst du den aktivieren, weil dann müssen wir nicht immer jedes Mal da durchkämpfen. Yep, okay. Weil jetzt so nach dem 8. Mal da oben vorbeilaufen, jetzt doch ein bisschen lästig, habe ich das Gefühl. Das Schlimme ist aber, wenn wir Dark Souls 1 gespielt haben sollten in der Zukunft, dann müsste man quasi auch den zweiten spielen und auf den habe ich keinen Bock. Es ist ja keine Pflicht. Ja, was so von dich aus so gesehen, weißt du, so quasi. Mhm. Es gibt so viele Leute, die auch sagen, Dark Souls 2 ist der beste Teil, wo ich einfach sage, nee. Ich finde den ersten um einiges geiler.
Vor allem habe ich den ersten ja auch beim ersten Mal durchzocken, durchgespielt, ohne online zu sein. Also jeden Boss solo gelegt. Mhm. Höchstens mit NPCs. Was ich jetzt hier im dritten Dark Souls nicht sagen kann. Ja, alleine ist es auch fast unmöglich. Nee, es ist auf jeden Fall möglich. Fast. Es ist halt nur schwer und Dark Souls ist halt einfach schwer. Ich meine, es gab natürlich auch bei Dark Souls 1 Bosse, gegen die ich verzweifelt bin, fast schon. Smaug und Ornstein zum Beispiel. Das ist auch ein Duo, gegen das du... Willst du mich verarschen? Wo kommt der denn jetzt hergerannt? Ah, labern und Dark Souls spielen, ne? Und erzählen über Dark Souls. Kommt nicht gut. Im schlimmsten Fall lauf einfach durch. Das habe ich auch beim ersten Mal so gemacht. Und oben dann in den Fahrstuhl gerannt und runtergefahren. Ich hoffe, ich überleb's. Bei den Rittern oben musst du dann halt größtenteils rollen. Au! Puh, geschafft. Bist du beim Fahrstuhl da? Ich fahr grad runter. Nice, dann kannst du dich an das Leuchtfeuer vom Boss setzen. Oh, ich glaube, das sind welche gestorben. Weil ich habe gerade zweimal Glut und noch was bekommen, Titanitscherben. Einzige Problem ist dann halt immer, wenn wir sterben, dann müssen wir erstmal zum Fahrstuhl laufen und hochfahren und können uns dann erst rufen. Weil ja unten die Nebelwand ist. Nee, du kannst auch unten in der Kapelle. Ja, das ist aber doch die Nebelwand vom Fahrstuhl. Hm. Da war immer die Nebelwand. Apropos, ich habe noch Goldmünzen, die ich mal eben abgeben kann. Oh ja, gute Idee. Das war, glaube ich, nur eine. Ich gehe mal zum Drachenhort. Der eine Ritter steht ja wieder da. Ja, da musst du aufpassen. Ach was, hab ich gebacksteppt. Ach komm schon, ich hab keine Sonnenlichtmedaillen. Ich hab nur eine gehabt. Ich dachte, ich hätte eine gehabt. Ah nee, stimmt. Ich bin ja verreckt im Kampf von Lothric. Du kannst übrigens vorher noch hingehen und Dings machen, ne? Was? Estoscherbe. Stimmt, ja. Oh, ja. Was für ein Level bist du nochmal? Muss nachschauen, ich meine, ich bin 105. Da kann ich nämlich noch ein Level Up machen. Sind wir wieder gleich auf. Jo, mach ruhig ein Level Up. Ich schau mal kurz. Ja, 105. Vier Stunden nehmen wir schon auf. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich nur 12 festes Flakon? Das stimmt doch was nicht. Muss mir ja erst mal ins Feuer hinsetzen. Genau. Drachentöterrüstung. Ja, schön, wie der Ausdauerbalken immer größer wird. Soll mal wieder in Stärke reinhauen. Da mache ich nämlich oben die scheiß Ritter da an der Mauer, wo wir immer vorbeigelaufen sind gerade. Mache ich die nämlich mit einem Hit kalt. Ich finde es so hart, dass meine TP, also mit Glut, knapp die Hälfte oder schon die Hälfte vom Dingsbildschirm einnehmen. Wenn das auch nur so mit Ausdauer wäre. Drachentöterrüstung. Ich glaube, du kannst zwei verschiedene Endings erreichen, die ich jetzt wüsste. Drittes Ende wüsste ich jetzt nicht, wie man das triggert. Das vierte Ende ist das, wo ich haben werde. Ja, zwei Endings wüsste ich für dich. Wobei eine davon in Anführungsstrichen das böse Ende ist, würde ich behaupten. Bad Ending, ja. Du willst, gut, wenn du hochkommst, renn am besten gleich rechts in die Kathedrale rein.
Und setzt da dann da drin dein Zeichen. Meinst du? Weil da muss ich ja doch erst an den. Ja, ich muss ja eh erstmal aus dem Gebäude raus. Ob das jetzt so eine gute Idee war, da muss nämlich an den Rittern vorbei. Du wartest einfach ganz kurz, bis die Ritter links vorbeigegangen sind, dann rennst du rechts rein. Hat bei mir auch gerade geklappt. Yep. Ist gelegt. Noch zwei andere Leute treten gerade ihrem Schicksal gegenüber. Hab nämlich zwei Geister gesehen, die gerade zum Boss gegangen sind. Hat einiges zu tun, der Prinz. Sprechstunde. So, dann erstmal. Dann kann der Portet sich direkt zum Eingang jetzt. Ja. Das Au. ist so fies. Ja, aber richtig. Alter, mein Schild, das ist so unfassbar wertvoll, was das Blocken betrifft. Ich bekomme zwar Teilschaden, aber das ist so minimal. Au. Au. Geh dich heilen. Ja, das habe ich vor. Wow. Achtung! Achtung! Nice. Und jetzt, wenn er halt immer den Strahl, den er jetzt gemacht hat, wenn Dann noch Lothric mal jetzt auf ihm ausweichen. hockt, dann macht er danach noch eine Kugel, die er auf dich feuert. Die macht genauso viel Schaden. Dear brother, I'm on my way. Vor allem hatte ich mir Lothric eigentlich ein bisschen Ihr habt mir den wirklich so irgendwie. Du kennst ihn jetzt anders vielleicht, du kennst vorgestellt. ihn jetzt nicht, aber ich habe mir vorgestellt, wie der Endboss von Dark Souls 1 wie Gundyr. Das war so ein, ja, so ein Typ in so einer Badass-Rüstung quasi. Ja, der Flammen oder so, was war der? For that is our Der sah recht curse. badass aus. Hat mir quasi so eine Art Yoram vermischt mit einem Moveset von den Abyss Watchers, von den Wächtern des Abgrunds, wenn du die noch kennst. Nur halt Ja. das, nur halt nicht so groß wie Yoram, sondern ja, so das Übliche, so doppelt so groß wie wir. Das wäre schon irgendwie badass gewesen. So. Einmal das Genick Glück brechen. zu. Glück auf. Wobei, wir sind ja nicht im Ruhrpott, ne? Au, 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 au. I'm coming! Jetzt hat er sich weggeportet, die Sau. Lass mal heilen. Wow. Alter, das ist schon ordentlich. Und auf ihn drauf. Jetzt. Ah, nein. Komm schon. Oh, stimmt, das vergesse ich immer wieder, ey. Lass mal heilen. Sieht aber gut aus bis Und jetzt. Blitzschaden. Ja, der ist auf mich fixiert. Nicht zu gierig. Ah. Trinken. Drauf jetzt, dann haben wir einen. Nice. Nice. Yes. Dachte gerade schon. Fürstenasche, Seele der Zwillingsprinzen, Aschefürsten Lothric, junger Prinz. Gelobt sei die Sonne. Oh, schade. Fehlt
wollte gerade doch den Emote machen. Gelobzeit ist fuck you! Spiel lässt mich nicht emoten. Will ich auch mal kurz noch mal was gucken gehen? So, ich schau mal kurz. Weil entweder gute Arbeit, umso mehr Zeit für Rollen. Wie ein Traum. Hätte ich nur Prinz. Geheimfahrt voraus, das ist doch Bullshit. Was ich übrigens, das ist jetzt ziemlich spät, so gegen Ende des Let's Plays, aber trotzdem ein interessanter Fakt zu wissen, hier die ganzen Nachrichten auf dem Boden, ne? Mhm. Da sind ja links neben den Nachrichten sind so Siegel. Und wenn du jetzt eine Nachricht zum Beispiel hast, die 500 positive Bewertungen hat, dann leuchtet das Siegel golden. Dann weißt du auf jeden Fall, dass da die ganzen, dass das eine positive Nachricht ist, also dass die auf jeden Fall die Wahrheit sagt. Mhm. Da musst du aber auch dafür 500 positive Bewertungen kriegen. Alter. Bevor du das hast, das hinzukriegen, naja. Feuerbandschrein! Genau, denn dort geht es jetzt hin. Dann öffne ich auch mal Fraps. Nur zur Sicherheit. Und dann halten wir gleich bei den Ending-Cutscenes unsere Fresse. Genau. The Great Finale! Bist du zuerst. Ja gut, wir drücken das wahrscheinlich Asche für Starbeeten. Das ist einfach nur der Kopf von dem Prinzen, den du auf den Thron legst. Geköpft. So, dann ist jetzt aber nichts passiert. Fucking kidding me? Und nu? Welcome home, Ashen One. Speak thine. Farewell, Ashen May the Flip. I have no fucking idea. Also ich... Ach lol, ich habe nämlich die Asche vom Jorm noch gar nicht platziert. Also ich habe alle platziert, glaube ich. Was habe ich auch die von Jorm? Und dann redest du am besten mal mit der Dame. Ja, sehen wir ja gleich. Ah ja, die geht nämlich gerade zum Leuchtfeuer. Ja. Und da wird gekniet dann.